Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist The Silent Horizon und in diesem Video versprochen, wie schon lange angekündigt, aber nie eingehalten, Tutorials zur Bereinigung von Viren und anderen sonstigen unschönen Programmen. Hier gilt, falls ihr eine Frage zu einem bestimmten Virus hat oder einen bestimmten Virus habt, also den ihr gefunden habt und den ihr vielleicht analysiert haben möchtet, dann schreibt's mir. Ich würde schauen, was ich da tun kann und ob ich da euch vielleicht erklären kann, wie ihr so ein Virus am besten löscht. Heute werden wir uns allgemein erstmal eine bekannte, nicht vor allem die bekannteste Art von Viren anschauen, die deshalb so interessant ist, weil es eigentlich keine Viren sind. Die Rede ist von Adware, auch bekannt als unnütze Toolbars, Programme und sonstige Spielereien, die keiner will, keiner mag, aber die trotzdem überhaupt irgendwie auf den PC kommen. Wie man solche Sachen einfach löschen kann? Natürlich, die einfache Antwort wäre, deinstallieren über die Systemsteuerung, aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass viele Programme eben nicht mal diese Möglichkeit zur Deinstallation mitgebracht haben. Warum? Bei den Leuten, die diese Software, obwohl eigentlich der Name schon ein bisschen zu überdimensional gut wäre für diese Art von Programme, will auf dem PC bleiben und hat eigentlich überhaupt keinen Bock, sich da drauf zu lassen. Da aber sowas wie zum Beispiel zwanghaftes Dableiben, also zum Beispiel, wenn du mich löscht, dann tue ich deine Festplatte sperren oder sowas, natürlich illegal ist und diese Software sich irgendwie doch noch im legalen Bereich befinden will oder mehr in der Grauzone, bleibt es aber auch nur dabei, dass man sie auf den normalen Weg nicht deinstallieren kann. Bleibt halt nur noch das Löschen. Die Frage ist halt nur, wie will man sie löschen? Vor allem in den Toolbars und vielen Sachen gestaltet sich das einigermaßen schwierig, da viele Leute einfach da verloren sind und nicht wissen, wie sie das eben deinstallieren können, wenn da nicht irgendwie so ein Knopf steht, deinstalliere mich. Deswegen zeige ich euch heute mal eine Möglichkeit, die auch eigentlich die einfachste Möglichkeit ist, Toolbars und 90% aller Adware, die es gibt, leider kommt ja immer mehr dazu, zu löschen. Vorab jetzt erstmal, woher kriegt man überhaupt diese Adware? Das ist ganz einfach. Wie schon gesagt, es gibt Programme, die Adware mit sich beitragen und die man eben unbewusst installiert. Wie das Ganze mal funktioniert, kann ich am Beispiel von der Adware-Schleuder schlechthin, nämlich Softonic, sagen. Habe ich mal zum Beispiel hier einen Softonic-Downloader. Das ist ja schon sehr praktisch, dass man für eine Software eine Download-Software zum Downloaden für die Software bekommt, anstatt den Link für die Software, damit man die einfach downloaden kann und dann ausführen kann. Klicken wir da drauf, schauen wir uns das Ganze an, wird das mal hier was gestartet. Mal drauf. Ich werde das Ganze jetzt nicht nochmal installieren, da ich schon zu Demonstrationszwecken bereits installiert habe. Jetzt kommt hier erstmal so eine Benutzervereinbarung, bla bla bla. Und dann bekommen wir hier Smart Web. Das ist jetzt etwas Neues. Das ist auch ganz interessant zu sehen, dass man da jedes Mal, wenn man was Neues installiert, irgendeine andere Software bekommt. Dann installieren wir mal auch dazu. Ist ja zum Demonstrieren nicht gut. Und dann bekommen wir hier noch eine Buenos Search Toolbar. Jetzt ist der Trick natürlich, wir haben jetzt hier einfach mal draufgeklickt und haben gesagt, ja, haben wir jetzt nicht durchgelesen. Automatisch ist immer so eingestellt, dass man genau die Software quasi mit installiert, wenn man einfach unbewusst draufklickt. Es gibt ja die Leute, die einfach installieren, draufklicken und sich danach wundern, woher kommt die Software. Und das ist es eben an der Software. Ironischerweise habt ihr bei so einer Software mehr oder weniger euer Einverständnis dafür gegeben, ja, ich würde es downloaden, indem wir einfach auf Weiter geklickt haben. Steht auch hier. Durch einen Klick auf Weiter erfolgt ihre Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen und zu den Datenschutzrichtlinien von SmartWeb. Schon eine trickige Sache, ne? Klicken wir aber mal trotzdem auf Weiter. Haben wir hier dasselbe wieder, Buenos Search Toolbar. Schnellinstallation ist eine beliebte, kostenlose Tool, über die entworfen wurde, um das Surfen und Durchsuchen im Internet schneller und einfacher zu machen.
Ja, dazu bleibt nur zu sagen, schneller und einfacher, das kann man sich schönreden, wie es will, aber jede Toolbar verlangsamt das Laden von Internetseiten um Sekunden. Und das zeigt sich deutlich. Homepage und neuer Tab-Seite zuzugreifen. Da. Genau, und dann kriegen wir dann auch noch irgendwie so eine neue Seite mit noch mehr Werbung und noch mehr Werbung. Klicken wir aber auch mal drauf. Dann laden wir das jetzt hier einfach runter. Die Software hier ist jetzt eigentlich mehr oder weniger nebensächlich. Ich habe da einfach auf eine von denen geklickt. Aber es ist ganz interessant zu wissen, dass egal welche Software man runterlädt, man bekommt durch diesen Downloader jedes Mal irgendwas anderes draufgeklatscht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat Softonic oder beziehungsweise was haben allgemein solche Programmierer davon, wenn sie Adware oder Zusätzliches da erlauben, mit in die Installation hineinzupacken. Es ist ganz einfach, die Hersteller von solchen Toolbars und Programmen zahlen den Programmierern eine Menge Geld, damit sie eben die Programme zusätzlich da draufpacken. Und die bekommen dann für jedes installierte und aktive, für jede installierte und aktive Software, also für jede Tuba, die gerade da ist, bekommen die, keine Ahnung, paar Cent oder sowas. Und das ist natürlich dann ein toller Umsatz, weil so können die Leute ihre Software noch gratis anbieten, aber können trotzdem noch was dazu verdienen. Nur ob der Anbieter, der Anwender so viel davon hat, das ist wahrscheinlich eher oder weniger Nebensache. Wir können das Ganze, installieren wir es nochmal. Ja. Installieren wir es jetzt einfach. Die Software ist eigentlich mehr oder weniger nebensächlich. Es geht ja nur um die Adware. Dann schließen wir das Ganze. Hat das ja auch getan. Müssen wir jetzt mal eben warten. Jetzt bekommen wir einen neuen Standard-Suchanbieter. Haben wir hier das Bueno Search. Dann bekommen wir hier nochmal Werbung. Dann bekommen wir hier noch, we are sorry, you need Flash Player, bla bla bla. Brauchen wir jetzt alles auch nicht. Dann machen wir einfach wechseln zu Bueno Search. Wenn wir das Ganze machen. Jetzt bekommen wir auch hier ein neues Search Settings Notification von Aztec Media. Weiß nicht, was da jetzt noch da drauf gekommen ist. Auf jeden Fall, jetzt ist das Ding hier schon relativ gut zugemüht. Wollen wir mal einfach einen Blick wagen in den Firefox? Ja, erlauben wir jetzt einfach. Sind wir jetzt so naiv? Tun einfach so, dass wir es installieren. So. Jetzt haben wir hier Seite, haben wir hier Get Media Player Plugin, bla bla bla. Jetzt haben wir hier den ganzen Schmuh auf der Seite, den man überhaupt nicht brauchen will. Jetzt kommt der AdWord Cleaner zum Einsatz. Den werden wir jetzt als erstes testen. Ich denke mal, das sollte eigentlich in 100% aller Fälle alles, in 90% aller Fälle alles lösen. Klicken wir einfach drauf. Starten. Müssen wir einfach nur akzeptieren. Ja, es ist eine veraltete Version. Ich habe die eigentlich gerade neu runtergeladen. Warten wir eben mal kurz darauf. Download AdWord Cleaner now. Download will start in 3 seconds. Link gibt es übrigens in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch das dann runterladen, falls ihr das braucht. Und ja, alles Weitere seht ihr ja hier. Klicken wir das jetzt weg. Müssen wir jetzt in den Downloads-Ordner zugreifen. Dürften wir die neueste Version haben. Wunderbar. Klicken wir drauf. Starten das Ganze. Und jetzt haben wir hier den AdWord Cleaner. Jetzt werden wir als erstes mal auf Suchen gehen. Jetzt sucht er uns erstmal alle möglichen AdWord-Sachen raus. Und er dürfte eigentlich gut fündig werden. Und aktive Programme und alles Mögliche sonst finden. Ein paar Dienste, ein paar Ordner. Hier noch Dateien. Also alles, was modifiziert wurde. Sieht man auch schon, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Sachen oder sowas modifiziert. Aber was allein durch dieses Zeug alles dazugekommen ist an Registry Keys, das ist natürlich jetzt schon der Hammer. Aber es zeigt auch mal wieder, wie schwer eigentlich sowas zu entfernen ist, wenn man es nicht mit dem Programm macht. Sind wir hier auch wieder beim Firefox. Das ganze Arbeit gelöst worden. Komm, haben wir nicht, deswegen passt es. Klicken wir nun auf Löschen. Wird uns das Ganze
schön säuberlich entfernt. Hallo. Hat er wohl jetzt nicht gerade wollen. Gehen wir nochmal aufsuchen. Klick mal Neustart. Wird uns der PC neu gestartet. Und gleich sollten wir alles wieder weg haben. Wir sehen jetzt schon, es ist einiges gelöscht worden. Schauen wir drauf. Ja, auch die Software hier ist verschwunden, die sich auch schon hier unten eingenistet hatte. Löschen wir das hier jetzt noch. Probieren wir jetzt mal den Firefox, um zu sehen, ob es geklappt hat. Wir sehen, es ist alles wieder auf den alten Stand. Schauen wir noch auf den Internet Explorer. Darauf. Ist auch wieder alles normal. Wunderbar. So, das war's. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwie einen Kommentar oder sowas habt, dann lasst ihn da. Ich bin mal interessant, ob ihr irgendwelche Tubers gefunden habt, die sich nicht damit entfernen lassen. Wenn es sowas gibt, sagt's mir. Dann kann ich dazu natürlich ein extra Tutorial machen. Da es natürlich so ist, dass AdWord Cleaner natürlich nicht immer wirklich hundertprozentig alles findet, aber mit den meisten Sachen mittlerweile dürfte es schon gehen, weil die Software schon seit knapp über einem Jahr entwickelt wird und auch sehr gute Dienste bisher geleistet hat. Das war's. Und ja, auf Wiedersehen.